Das wird bei uns im Windkanal eingesetzt. Das ist ein Teleskoparm. Das Spezielle bei dem Rohr ist, dass es in H7 gefertigt wurde. Das heißt 0 plus 1,5 Hundertstel Toleranz. Außen wie innen. Ja. Mit einer 2H7-Nut hier außen. Das Problem bei H7 ist, man muss es mit mehreren Schnitten herstellen. Das heißt, innen ist kein Problem. Innen kann man mit einem Schnitt schneiden, dann durchtrennen, das Abfallstück fällt raus und man kann 4 Schnitte schneiden. Mein Problem war jetzt, wie kann ich das von außen mit 4 Schnitten schneiden, ohne dass es runterfällt? Da habe ich hier 2 Startlöcher. Ich schneide das hier bis aus dem 3 mm heran, ja, mache den zweiten, dritten, vierten Schnitt und fädel das hier drüben ein, mache den ersten, zweiten, dritten, vierten Schnitt, dann hängt es hier links und rechts noch an, ja. Dann müsste ich eigentlich jetzt die Brücke entfernen, ja. Das schweiße ich aber vorher zuerst an, ja. Entferne die Brücke mit 1, 2, 3, 4 Schnitten und drehe das um 90 Grad und schneide dann hier das Rohr auf die Länge. Dann habe ich eigentlich den Außendurchmesser mit 4 Schnitten. Hier habe ich noch ein Teil, das ich auch komplett senkerodiert habe und gedrahtet habe. Zum einen mal wird es grob gefräst hier außen, werden die Löcher reingemacht. Dann habe ich diese Partie drahterodiert, diese Partie hier innen senkerodiert. Dann habe ich das um 90 Grad gedreht und habe es hier raus erodiert, sodass so die zwei Teile entstehen. Das Teil hier drinnen hat ganz kleine Spitzen. Die Schwierigkeit war, wie bringt man die kleinen Spitzen hier rein? Ich habe sie dann in eine Vorrichtung eingespannt und da wird sie konisch, werden die Spitzen rausgedrahtet auf 2 Ebenen. Das ist der Entsicherungsring, das ist in der Narbe drin. Das hat außen eine Verzahnung, ganz feine Verzahnung, die habe ich mit 4 Schnitten geschnitten. Die Problematik bei dem Teil ist, wie halte ich das Teil, weil sobald ich einen Schnitt rundherum mache, fällt mir das Teil runter. Ja. Ich habe hier eine Vorrichtung gebaut, da schneide ich die eine Hälfte mit 4 Schnitten und das Teil habe ich verstiftet. Die Stifte nehme ich raus und drehe es um 180 Grad und mache dann die andere Hälfte, sodass beide Hälften genau auf den Hunsel reinstimmen. Hier habe ich zum Beispiel einen Schalter vom Lenkrad. Das gefräste Teil ist einmal von hinten senkerodiert, weil die Bohrung hier drin hat eine kleine Fläche. Ich habe die Schalter dann mit der Drahterodiermaschine aus der Form raus erodiert. Ich muss ein Titanteil herstellen, das 1/18 dünn ist. Das wird hier so aufgespannt auf dem ITS-Futter, wird vorgeschrubbt, dann bearbeite ich das Titan mit Graphitelektroden. Nach dem Erodieren wird die Tasche mit Flüssigmetall ausgegossen. Das gibt dem Material Stabilität. Es hat einen Schmelzpunkt von ungefähr 80 Grad. Das heißt, nach dem Fertigbearbeiten können wir das in kochendem Wasser, läuft das Metall wieder aus. Dann wird es von außen her fertig bearbeitet, werden die Bohrungen gemacht und dann bekomme ich das Teil wieder und schneide es hier aus dem Rahmen raus, sodass wir das mit einer Aufspannung fertigen können.